das schwarze Gold. Und nein, ich rede nicht von Platin oder anderen Edelmetalle, sondern um den Rohstoff, der für gesunde Pflanzen und ein nachhaltiges Ökosystem zuständig ist oder sorgt, gute Erde bzw. Humus. Und in diesem Video möchte ich einfach mal ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du deine eigene qualitativ hochwertige Erde herstellen kannst. Die gängigste Methode ist der Komposthaufen. Das ist halt üblich hier im Dorf bei mir, dass man sich einfach Thermokomposter, Kompostmeilen, einfach aus ein paar Holzbrettern, einen Holzkasten und einen Komposter drauf herstellt und dort seine Küchenabfälle dort nach und nach schichtet und das über Jahre hinweg von Regenwürmern, Mikroorganismen zersetzen lässt. Ich habe auch mal ein Video zum Kompost gemacht, wie man den aufschichten kann. Den verlinke ich euch in der Infokarte und auch in der Videobeschreibung den Link. Und da ist es wichtig, wirklich wichtig, die Schicht, also die Schichtung allgemein einzuhalten. Sonst wird es halt eher ein Fäulnisprozess anstatt ein guter Zersetzungsprozess und da bekommt es sonst keine krümelige Erde, die halt auch die Eigenschaften von Humus hat. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch ebenfalls in Infokarten und in der Videobeschreibung. Und da ist es halt wirklich wichtig, ich kenne auch viele Leute, auch hier im Dorf und leider auch bei uns im Wertstoffhof, dass man einfach seinen Grasschnitt 3 Meter hoch irgendwo hinwirft oder seinen Kompost nur aus Grasschnitt macht und das dann anfängt zu faulen, zu stinken. Und das ist ehrlich in meiner Meinung kein Komposthaufen, auch wenn die Leute sagen, sie haben einen Komposthaufen, aber wenn er nur aus Grasschnitt besteht, ist es für mich mehr ein Misthaufen, sage ich mal, der halt nur stinkt und fault. Und das hat einfach keine gute Pflanzenerde. Das ist einfach nur, wenn man den dann nach ein paar Jahren nimmt, einfach nur so mehr Matsch und nasse Erde. Das ist einfach keine qualitativ hochwertige Erde. Und da ist auch wirklich wichtig, auch die Beschichtungen einzuhalten, dass man halt grobes, dann kommt wieder feines und wieder etwas gröberes, dass man auch Holz, zum Beispiel, wenn man Karton übrig hat, auch sowas mit kompostiert. Früchte, Küchenabfälle, Kaffeefilter, alles mögliche, was halt anfällt, einfach gut durchmischt und wirklich auch bewusst schichtet, sodass man einfach nicht kunterbunt irgendwas macht, sondern einfach auch wirklich das Wissen und das Bewusstsein dafür hat, was man gerade macht. Da ist auch zum Beispiel wichtig, dass halt auch Blattwerk, wie zum Beispiel Eiche oder Ahorn, sehr großes Blattwerk ist und dass man vielleicht nochmal durch einen Häcksler geben sollte, weil das nochmal ziemlich verklebt und nass macht und das kann dann auch wieder zu Fäulnis und Vergärung dann in den negativen Bereich führen und da muss man auch wieder entsprechend aufpassen. Zum Beispiel Buche sorgt für einen guten Humus oder Kompost. Man kann aber auch so Wildkräuter wie Brennnessel verwenden und das ist halt auch wirklich, kann man auch einen guten Humus draus machen, genauso wie vom Grasschnitt, wenn man das richtig macht. Zweite Möglichkeit ist Mulchen. Also das heißt, dass ich hier zum Beispiel Grasschnitt, Stroh, Brennnessel oder was auch immer, auch vielleicht Garten- oder Küchenreste einfach, damit die Erde bedecke und so sozusagen das auch einarbeiten kann. Kann ich auch einfach in die Erde eingraben. Und das sorgt einfach für, einerseits sorgt der Mulch halt dafür, dass die Flüssigkeit gehalten wird, der schützt vor Erosion und Austrocknen einfach des Bodens, da muss ich auch weniger gießen und habe auch hier weniger Aufwand. Und zum Beispiel Stroh kann auch das Beikraut unterdrücken, da muss man auch zum Beispiel nicht unbedingt hacken. Und das Mulchen hat auch noch einen Vorteil, dass es halt einen ständigen Zyklus sozusagen, den Kreislauf aufrechterhaltet und die Regenwürmer, die Mikroorganismen auch am Ort bleiben, weil sie halt auch hier das genügend Futter haben und dementsprechend nicht abziehen müssen oder sich dann anderen
Weg suchen. Also mulchen mache ich auch ganz viel. Also hier überall hoch bin oder in meinen Beeten, die sind eigentlich immer gemulcht. Wie gesagt, wegen den Vorteilen, die ich hier auch gerade angesprochen habe. Aber bei der Mulchschicht muss man auch aufpassen, dass es nicht zu feucht ist und auch nicht zu dick. Wenn ich zum Beispiel Grasschnitt zu dick lege, kann es auch zu Fäulnis kommen, wenn ich jetzt nicht effektive Mikroorganismen sprühe. Da habe ich die auch zum Beispiel hergestellt. Kann ich auch wieder in einem Infokarte in der Videobeschreibung verlinken, wie man sie herstellt. Und da ist halt auch wichtig, dass man ja nicht zu dick auflegt, damit es halt gut kompostiert und nicht fault. Und auch wegen den Schnecken auch zum Teil, weil sonst legen sie auch ihre Eier ab und verstecken sich unter Mulch und knabbern dann hier eure Salatblätter oder Sprießlinge an. Und das ist natürlich auch, muss nicht auch unbedingt Sinn der Sache sein. Die dritte Möglichkeit ist einfach eine Mischkultur oder auch in meinem Fall so mehr die Permakultur. Hat einfach den Grund, dass ich den Boden verschieden beanspruche. Das heißt, dass ich einfach mit vielen verschiedenen Pflanzen den Boden nicht einseitig sozusagen ausnutzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jedes Jahr an der gleichen Stelle Tomaten anbaue, dann werden halt die Tomaten irgendwann nicht mehr gut wachsen. Da sollte man auch zum Beispiel in einem Gewächshaus die Fruchtfolge einhalten oder auch zum Beispiel Sonnenblumen zwischen den Feldern wachsen lassen oder Salat an den Rändern, damit der Boden auch ausgeglichen, ausgelastet ist und ja, hier auch dementsprechend gesund bleibt und auch hier auf verschiedenen Ebenen verwurzelt wird, damit halt auch die Pflanzen Sauerstoff unten in den Boden mit reinbringen, damit es halt auch Leben entsteht, weil ja, Sauerstoff ist halt natürlich der Grundstein fürs Leben, auch für die effektiven Mikroorganismen oder allgemein für die positiven Mikroorganismen und für die Regenwürmer. Die brauchen natürlich auch Sauerstoff. Und dann steht natürlich wieder Fäulnis. Und da könnt ihr zum Beispiel Buchweizen als tatarischen Buchweizen auf Fruchtfolge oder Sonnenblume verwenden. Der Vorteil an Sonnenblumen ist, dass sie halt mit ihren großen Pfahlwurzeln auf dem Boden auflockern und hier auch wieder Sauerstoff mit einbringen. Aber man kann auch Hülsenfrüchte verwenden, weil die halt mit ihrem Stickstoff den Boden halt anreichern. Also sie saugen halt Stickstoff von der Luft an und mit ihren Wurzeln reichern sie damit den Boden an. Ist auch zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ich mache eine Wildblumenwiese aus Phacelia oder sowas. Die lockern auch wieder den Boden auf. Ich habe dann wieder was für die Bienen, die Insekten gemacht. Also ja, die halt auch hier zum Beispiel ein Ungleichgewicht von anderen Insekten ausgleichen können, sodass halt bei mir kein Befall ich befürchten muss. Die vierte Möglichkeit ist der Bokashi-Eimer. Da habe ich hier mal einmal mitgebracht. Der Bokashi-Eimer, den habe ich auch selbst gebaut. Da habe ich auch dazu ein Video gemacht, wie man sich den herstellt. Und das ist sozusagen ein Küchenkomposter, der wie Sauerkraut funktioniert. Das ist halt wichtig. Das ist halt nicht ein aerober Prozess wie beim Kompost, beim Mulch oder bei der Mischkultur, dass man halt hier Sauerstoff benötigt, damit es halt Leben entsteht, sondern das ist hier ein anaerober Prozess. Das heißt, dass man diese schlechten Bakterien, also die pathogenen Bakterien sozusagen dadurch absterben lässt, wie halt bei Sauerkraut, und dass man hier zum Beispiel die guten Bakterien, also zum Beispiel die effektiven Mikroorganismen, sich hier in diesem Bokashi-Eimer vermehren lässt. Und das geht eigentlich ganz einfach. Man tut einfach seine kompletten Küchenabfälle rein, tut sie halt immer wieder Schichten klein schneiden, zusammenpressen, immer wieder ein bisschen EM mit reinsprühen. Wenn der Eimer voll ist, dann tut man den halt luftdicht abdichten, ein bisschen Pflanzenkohle rein, kann man sich eventuell kaufen oder auch selbst herstellen. Und ja, dann einfach 2 Wochen stehen lassen, das vor sich hin fermentieren lassen. Und nach 2 Wochen kann man dann hier den in den Garten einarbeiten, auf den Kompost werfen oder auch vergraben in den Boden. Der ist schon vorverdaut und der lässt sich ja dann auch einfacher zersetzen. Ist halt schon, ja, hat zwar einen negativen pH-Wert, aber ändert sich halt meistens sehr schnell und wandelt sich auch sehr schnell um. Und ich habe auch gleich die effektiven Mikroorganismen mit in den Boden mit eingearbeitet, die sich dann auch super vermehren können. Und das
Tolle daran ist, bei den Wokashi-Eimer entsteht halt hier immer so eine Flüssigkeit, die kann man sich dann hier ein bisschen abfüllen und das heißt auch als Dünger für seine Zimmerpflanzen oder allgemein für seine Pflanzen verwenden. Also zum Bokashi-Eimer kann man sie auch herstellen und damit seinem Boden etwas Gutes tun. Fünfte und letzte Möglichkeit ist für die Leute, die jetzt sagen, erzählst jetzt einfach nur Beispiele oder Gründe, wie ich jetzt Kompost herstellen kann, wenn ich einen eigenen Garten habe oder eine größere Fläche zum Bewirtschaften, zum Beispiel einen Schrebergarten oder so. Ich wohne jetzt aber in der Stadt, habe höchstens einen Balkon zur Verfügung. Was kann ich denn da machen? Da kann ich euch sagen, da kann man sehr viel machen. Einerseits könnt ihr auf dem Balkon gärtnern. Da habe ich jetzt zum Beispiel mal einen Bio-Balkon-Kongress angeschaut, den kann ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Da habe ich auch einiges gelernt und auch Sachen, die ich auch für meinen Garten anwenden kann. Und dort erfahrt ihr einfach sehr viele hilfreiche Tipps und Tricks, wie ihr auf dem Balkon einfach euer eigenes Obst und Gemüse anbauen könnt. Da sind den Grenzen eigentlich auch keine, da könnt ihr euch auch austoben ohne Ende. Und da ist zum Beispiel eine Methode eine Wurmkiste. Das ist einfach sozusagen eine Kiste, die ihr euch in den Garten, in die Wohnung stellen könnt. Da habt ihr, wenn ihr euch die Kiste kauft, am Anfang ein bisschen Wurmerde, also Wurmkompost sozusagen. Und da könnt ihr einfach eure Küchenabfälle reinwerfen und die Würmer tun das halt übers Jahr hinweg immer wieder zu setzen und habt ihr halt nach 8 bis 9 Monaten zum Beispiel, könnt ihr schon mal zum einen den ersten Ertrag ernten und damit mit diesem Wurmhumus zum Beispiel eure Balkonkästen oder Kübel, Pflanzenkübeln aufbessern und auch wieder für eure guten, gesunde Pflanzen sorgen. Das ist halt zum Beispiel eine Möglichkeit, da gibt es noch viele weitere, die euch auch in diesem Kongress mit beschrieben werden, aber die Wurmkiste ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und sonst kann man auch eigentlich in der Stadt es so machen, dass man sich auch einen Bokashi-Eimer anschafft oder seine Küchenabfälle sammelt und dann zu einem Freund oder aufs Dorf hinausfährt und dort seine Abfälle jemanden anvertraut, der dann halt hier die Fläche zur Verfügung hat, um Kompost anzusetzen, der einfach anbaut und gern diesen Grasschnitt auch annimmt. Das mache ich auch eigentlich gerne hier bei meinen Nachbarn, wenn sie halt Gartenabfälle haben, die sie sonst zum Wertstoffhof fahren würden, nehme ich auch gerne alles an. In diesem Sinne, mach einfach deine eigene Erde, kaufst du die nicht irgendwo in einem Baumarkt, in einem Supermarkt, wo du zum Teil nicht weißt, wo sie herkommt, eventuell ist auch noch Torf mit beigemischt und wegen Torf werden zum Beispiel Sümpfe trockengelegt und Sümpfe sind natürlich ein wesentlicher Aspekt, dass halt CO2 gebunden wird und einfach für die Klimaregulation zuständig sind. Einfach seine eigene Erde machen, Geld sparen, Humus tut er auch natürlich CO2 anreichern und für qualitativ hochwertige Erde müssen wir auch jetzt nicht unbedingt Sümpfe, andere Länder, Erde oder was auch immer ausbeuten und die dann hierher transportieren und durch die Transportkosten nochmal Abgase verursachen, nochmal Kosten. Einfach selbst machen. Ich habe euch 5 Methoden zum Beispiel jetzt vorgestellt. Ist eigentlich nicht schwer und nach der Zeit werdet ihr sehen, dass sich die Mühe gelohnt hat. Auch wenn ihr einen Lehmboden oder sowas habt, den kann man auch immer aufbessern. Wie gesagt, tue ich jegliche Videos und Blog-Einträge von meiner Webseite auch in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen noch mal detaillierter in die Thematik mit einarbeiten und auch von meinen Erfahrungen lernen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet, positiv auch negativ, einen Kommentar hinterlasst und auf Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram teilen würdet, damit einfach mehr Leute auf mich aufmerksam werden und ich auch weiterhin für euch diese tollen Videos mache, damit ich einfach einen Grund habe, und Motivation hier weiter für euch zu gärtnern. Natürlich könnt ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr halt auch immer informiert werdet, wann ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne
Spasiba, Sapros Motre und wir sehen uns in der nächsten Episode hier in meinem Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.